Also das ist faktisch ein ehemaliger Gartenmarkt. Was machst du mit dem Gartenmarkt, der ist leer stehen? Wir haben die komplett vermietet. Den haben wir abgetrennt mit solchen Sandwich-Modulen und haben verschiedene Firmen hier drin. Wie viele Meter sind das dann? Drei von diesen kleineren Einheiten. Das sind immer 600 Quadratmeter. Und dann gucken wir uns vielleicht mal die großen. Die haben mehrere tausend dann pro Einheit. Ja gut, das ist halt der Platzbedarf. Genau. Aber sind ja als diese Industrie große Maschinen drin? Genau, die haben auch langfristige, die haben alle 10, 15, teilweise 20 Jahre Mietverträge. Ja, die haben auch Interesse, lange zu bleiben, weil du kaufst ja nie die Maschinen, richtest das alles ein, um dann nach 5 Jahren oder so wieder das alles umzusetzen. Das kostet ja richtig Geld. Dann. Ja. Von daher hast du eigentlich eine relativ hohe Sicherheit, schön, insofern das Geschäftsmodell funktioniert. Dass man praktisch aus dem alten Objekt wie was machen kann, dass nicht abgerissen wird. Ja. Ja. Und wahrscheinlich ist ja mal Investition nach Kauf logischerweise, aber du selber hast mit der Sanierung relativ wenig zu tun. Mit Mindestbau nichts, nee. Genau, weil du tust die Hülle vermieten und die kümmern sich ja dann selber. Noch ein paar Eckdaten noch und dann was im Tor, was wir mitgemacht haben. Oder Bad vielleicht irgendwas für die Mitarbeiter. Aber hier ganz praktisch Inhouse-Lösung. Die haben eine selbst eine Trockenbau-Toilettenanlage gebaut, ein kleines Büro gebaut, haben ihre großen Maschinen, die wahrscheinlich selber eingebaut und bleiben auf die nächsten 10, 20 Jahren hier. Das ist schon mal die hohe Kunst, den ersten Mieter zu finden, der reingeht. Wenn das Ding mit leer steht, traut sich keiner den ersten Schritt zu machen. Da musst du also den ersten Mieter ein bisschen gucken, dass du ihn bekommst. Genau, da gibt es den Blumenstrauß. Genau. Wir gehen weiter. Das war früher der Materialwareneingang. Und das ist ein roter Roundabout 600 Quadratmeter. Und auch hier wieder, wenn man das so sieht, das hat der Mieter selber reingemacht, wahrscheinlich das so ein bisschen so für sich. Genau, Das heißt, du holst die Halle, kehrst hier mal durch, reißt alles raus, was vorher drin war. Brandschutz war nochmal ein Thema, Elektrik war nochmal ein Thema, Dach. Das holen wir gleich, wird von Zauberhand, wird es gleich. Trotzdem, im Vergleich zu einem Wohnraum, was du sanierst, da hast du so viele Kleinigkeiten. Das stimmt, also im Verhältnis, man muss immer dazu sagen, du kriegst bei so einem großen Gewerbeobjekt natürlich auf dem Quadratmeter gesehen. Eine ganz andere Miete. Viel weniger. Keine Frage. Wobei das ja nicht, ich finde das trotzdem ordentlich, was man in Jena bezahlen muss. Was zahlt man da, 5, 6 Euro oder was? Ja, beginnt bei 6 Euro hier, dass du so eine Logistikfläche Okay, das ist schon ein paar tausend Quadratmeter hast. Genau, wir haben ja, und hier sind, meine ich, in der Einheit sind wir jetzt, glaube ich, bei 6,5 oder 7, 8 Roundabout Quadratmeter, was wir jetzt hier bei dieser Einheit haben. Der Markt insgesamt ist noch ein bisschen größer. Nebenan bauen wir ja gerade Mietboxen. Genau. Hier vorne haben wir uns gerade mal so eine kleine Einheit angeschaut. Davon haben wir 3 Stück. Die 4 sogar, glaube ich. Und viele Optionsflächen hinten raus dazu gekauft in den letzten Jahren, also wo man noch bauen kann. Das, wo du gesagt hast, das frisst erstmal kein Brot und dann mal gucken, was da noch so passiert. Erstmal über die Jahre, das ist faktisch immer unser eigener Nachbar. Das hat auch den rechtlichen Hintergrund, dass wenn du mal irgendwas machen willst, dass du dich selbst fragen musst, bis darfst. Muss ich niemand Fremden mehr fragen. Dann macht es manchmal auch Sinn, strategische Grundstücke dazu zu kaufen, was du eigentlich nicht unbedingt brauchst. Einfach weil du vielleicht mit dem Objekt was anderes vorhast. Mhm. Größer, weiter, schöner. Genau. Wer das noch kennt, das waren früher die kleinen Kassen, die da vorne stehen. Yeah, die, die kleinen Praktikerkassen. Hier spricht der Preis. 20% auf alles. Außer Tiernahrung. Genau. Das sind faktisch ganz klassische Logistikflächen jetzt geworden. Und das war's. Also das heißt, hier sind Logistiker drin. Ne, die stellen halt ihr Zeug ab. Genau, verpacken neu. Das ist halt das Geile. Du hast ja trotzdem nie viel zu beachten. Du hast nur Platz. Ja, wobei das Brandschutzthema, du musst trotzdem Nutzungsänderungen machen. Gut, Brandschutz, ist das ist also nicht ganz ohne. Geht auch um Sicherheitskonzept und solche Sachen. Zumindest also mal für die großen Firmen achten. Das hast du am Anfang. Hast du am Anfang. Aber wenn das durch ist, hast du ja in der Miete, läuft das natürlich entspannter. Das ja, und man muss dazu sagen, du hast auch mit den Nebenkosten weniger Stress, weil so ein gewerblicher Mieter das ja wirklich tatsächlich einplant. Der macht ja Rückstellung, wenn er weiß, es kostet mehr. Und für die Wartung, für uns sind sogenannte, also Gewerbemieterverträge sind meist so gestaltet, dass der Mieter sich bis zum X um alles selber kümmert. Der ruft dich ja nicht an wegen tropfender Wasserhahn, weil eine Lampe kaputt ist. Dann muss es halt machen und fertig. Der muss es sowieso selber machen. Oder wir schicken Elektriker und der schickt die Rechnung. Zumal du kannst ja im Mietvertrag gewerblich gefühlt alles vereinbaren, was du möchtest, ne? Weil da sind zwei Kaufleute miteinander, die einen Vertrag schließen. Das ist halt was anderes, wie wenn auch die Omi bei dir in die Mietwohnung einzieht. Ne? Da muss ich in der Regel auch keine Sorgen machen, dass das Geld nicht kommt, weil die verdienen ja mit dem Objekt Geld. Ja. Das ist ja nicht zum drinnen wohnen und zum schön haben, sondern primärer Ziel ist damit ja Geld zu verdienen. Ne? Die brauchen den wenn der seine Miete nie bezahlt und du schmeißt den hier raus, verdient er auch kein Geld. So haben wir, muss er seine Geräte zu Hause in die Einfahrt stellen, ist eher schlecht. Genau, das ist der Hintergrund, ja. Und ganz klassisch abgetrennt mit Sandwich-Modulteil, was wir hier sehen. Aufs Dach haben wir gerade dabei eine Photovoltaikanlage. Die fährst runter sozusagen hier? Oder? Nee, die ist hinten, ich weiß nicht, ob die kennt, diese Sandwich-Module, die haben Metall, bestimmten Schaum drin und dann wieder Metall. Genau, das ist, wie sie zusammengesteckt wird. Und die wird mit Nudelfäher zusammengesteckt. Die ist sehr stark, auch brandschutztechnisch interessant. Und damit kannst du so eine große Halle relativ einfach auch abtrennen. Die ersten Hallen, die wir gemacht haben, haben wir mit Bauzäunen abgetrennt, haben wir eine Folie davor gehangen. Also kenne ich tatsächlich auch, ging aber auch, hat auch funktioniert. Ging auch eine Zeit lang, genau. Jetzt kommt hier oben noch eine große Photovoltaikanlage mit mehreren Megawatt aufs Dach. Die nutzt du für dich dann aber selber? Teilweise, wir haben einen stromlastigen Mieter dabei, der ein bisschen Strom braucht und der Rest wird eingespeist, aber in der Größenordnung rechnet sich auch das. Ja, na klar. Also gesagt, der Mieter, den wir jetzt hier haben, ein Logistiker, der war erst auf einer kleineren Fläche gewesen und ist faktisch die letzten 2, 3 Jahre gemeinsam mit mir gewachsen und hat sich jetzt hier vor 6, 7, 8-fach von der Größe, muss natürlich aufgrund dessen auch viel größere Aufträge ranholen. Hat so eine ganz andere Denkweise und es funktioniert. Vorweg hat er sich vielleicht nicht getraut, weil er auch nur die kleine Fläche hat und war das ein bisschen überschaubarer. Und jetzt wird es immer größer und mehr.
Klappt super. Aber das ist das, was ich gerade noch, ohne jetzt den Mieter dazu nennen, was ich sehr interessant finde, was er auch sagt, er findet es halt toll, wenn er sieht, dass die Leute hier in der Region investieren, hier logischerweise Mitarbeiter einstellen, die Immobilien nutzen, ihre Steuern hier zahlen, die Mitarbeiter logischerweise hier konsumieren, das Geld in der Region bleibt. Genau, ja. Oder generell überhaupt in Deutschland bleibt, weil viele haben ja die Möglichkeit, eben wie gesagt, auch nach Tschechien, Polen, irgendwo anders hinzugehen. Aber es ist halt schön, wenn das hier konsumiert wird, weil am Ende, das ist meine Meinung dazu, partizipieren ja alle davon. Die Leute, die Mitarbeiter, die Unternehmer und natürlich auch die Politik, der Landkreis profitiert davon an den Steuergeldern. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass es so ein bisschen einhergeht, dass man vielleicht auch, da ging es um eine große Lagerhalle, die hier in der Region steht, die nie alle so super schön fanden, aber natürlich als normaler Verbraucher auch versteht, okay, das bringt uns ja eigentlich was, auch wenn es vielleicht schöner aussehen würde, wenn man da ein grünes Feld hätte. Und im Umkehrschluss, wie gesagt, dann eben auch Arbeitsplätze schafft. Also das Verständnis füreinander zu gewinnen, so sage ich mal, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ist halt schön, dass das in der Region so boomt. Und wir hatten es ja vorhin, warum auch der Immobilienmarkt hier so gut und stabil ist. Also ich hätte das komplett unterschätzt. Ich kenne so Erfurt, Leipzig, Dresden, ist alles ganz klar. Auch schön, ja. Chemnitz ist gruselig für viele. Und dann kommst du hier und sagst, Jena, wo ist eigentlich Jena? Was gibt's hier eigentlich? Aber hier gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen und eine super Industrie. Also da wird auch viel richtig gemacht tatsächlich. Ne? Wichtige Frage, die mich auch interessiert natürlich und auch viele andere, wo akquirierst du sowas? Kommen die Leute wirklich nur noch zu dir mittlerweile, oder ja, musst du suchen? Jahr, nee, mittlerweile kriege ich jeden Tag, ich muss die alle abwehren. Also meine Aufgabe besteht am Selektieren von den vielen, vielen Angeboten, die reinkommen. Was davon überhaupt interessant genau. ist? Genau, ist natürlich viele, viele Jahre ein ganz hartes, straffes Netzwerk. Also ganz viele Veranstaltungen, wo du nicht immer Lust drauf hast hinzugehen abends, wo du nicht immer Lust hast, dich auf dem Golfplatz zum Beispiel zu treffen, weil das gar nicht dein Metier ist, weil du damit null Berührungspunkte weißt, aber du triffst da vielleicht 3, 4, 5 neue Kontakte, die dir vielleicht in der Zukunft irgendwann was bringen oder einen neuen Kontakt bringt, der dir dann was bringt. Wir haben uns kennengelernt auf dem Golfplatz. Ich bin jetzt nicht der klassische Golfgänger. Ja. Ich war da gewesen, um das drumherum zu erleben und um Kontakte zu machen, aber nicht das Golfspielen wegen. Ja, genau. Und so entsteht sowas und über die Jahre hinweg bauen sich ganz, ganz viele Kontakte auf und es ist so, dass wir 100, 150 Angebote bekommen. Das ist brutal viel. Mhm. Das auszusehen, das ist ja wirklich ein Volltagsjob. Ich bin den ganzen Tag, mache nichts anderes als meine Arbeit. Und davor, bevor es so war, am Anfang dann auch Kaltakquise gemacht oder? Ganz klassisch. Wir haben uns vorne im Haus gehalten, was wir in der Stadt saniert haben, da bin ich ganz oft vorbeigelaufen, vorbeigefahren. Irgendwann habe ich da mal angehalten, habe geklingelt. Und er hat dann gesagt, ja, ich verkaufe es an dich. Okay. Und das ging so zack. Und da habe ich gedacht, warum habe ich das hier schon immer so gemacht? Das war sicherlich mal Glück gewesen. Also Glück war es nicht. Ich habe ja öfters mal mit den Leuten gesprochen und habe dann wirklich den Mut genommen, bin rausgestiegen, habe den angequatscht und wie quatsche den am besten jetzt an? Also viele Kleinigkeiten machen es am Ende aus. Also ob das ja gute Kontakt zu Maklern ist, zu Banken ist, dass du dich im Landkreis vielleicht engagierst, die Leute wissen, du suchst was, dass du mit den Gemeinden, mit den Städten, mit den Ämtern immer auf Augenhöhe sprichst. Und ganz oft ist es in letzter Zeit auch so gewesen, dass wir direkt von den Gemeinden ganz frisch auch von Genossenschaften Sachen direkt angeboten bekommen. Bevor es irgendeinen Makler gibt oder irgendwo, Makler, die genau. sagen, hey, sag mal, ist das was für die dich? Gemeinde sagt, bei uns hat es gut geklappt, sprecht mal mit uns und ganz oft entstehen daraus Geschäfte. Aus der Historie heraus, aus Empfehlungsgeschäft, wir schalten keine Werbung mehr, wir haben keine Inserate mehr, wir machen schon seit vielen, vielen Jahren, die Autos haben bei mir privat auch keine Werbung oder irgendwas, traue ich gar nicht, ich kriege so viele Sachen rein. Es ist mittlerweile so interessant und so entspannt geworden, dass ich im Sommer in kurzer Hose und in Badeschlappen rumlaufe. Was würdest du jetzt, das ist ja mein Notar-Outfit sozusagen, was würdest du jetzt am Anfänger empfehlen? Also Anfänger ist es ja dann wahrscheinlich trotzdem nicht mehr, aber der hat gesagt, boah, ich hätte auch mal Bock, mir irgendwie so einen alten Baumarkt zu kaufen und da was draus zu machen. Kurze Hose wie der den findet, in kurze Hose im Badeschlappen? Dann wird's was. Einfach rumfahren, dann Eigentümer raussuchen oder tatsächlich? Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Also Portale kannst du doch streichen. Aber auch da schaue ich manchmal rein und manchmal gibt es auch da was. Wenn es nur einmal im Jahr was ist, was es gibt, ist es immer noch die auch eine schnelle Variante, wo du was findest. Am Ende sind es wahrscheinlich trotzdem 100 Telefonate bei 100 Objekten, bis eins auf den ersten Blick so interessant ist, dass du sagst, jetzt gucke ich mir an. Hm. Also es ist ja nicht so, wenn ich 100 Objekte bekomme, dass die alle super sind. Das sind so 99,9% ist nicht meins oder geht vom Preis her nicht in die Richtung. Das ist so wie Goldschürfen ein bisschen. Und du musst halt immer fleißig sein wie der Angler, der jeden Tag die Angel auswirft. Irgendwann fängst du mal einen großen Fisch, da musst du aber jeden Tag am See sitzen. Auch an dem Tag, wo es regnet und wo es mal nicht so schön ist und wo alle anderen vielleicht ein Eis essen gehen und im Kino sitzen, sitzt du am See. Und genauso bin ich jeden Abend. Ich bin kein Angler, aber man angelt ja sogar bei Regen besser, habe ich gehört. Keine Ahnung. Die sagen, wenn es regnet, das lockt die Fische an. Das heißt, gerade dort, wo man keine Lust hat, dort, wo es vielleicht eigentlich bescheiden ist, heute nochmal rauszugehen, dort, wo man es nie will, dort holst du das Geschäft eigentlich ab, wenn man es jetzt aufs Angeln bezieht. Ich esse nur gerne den Fisch. Ja, das mache ich auch grundsätzlich, weil es auch gesund ist.